Ich bin Johann Wolfgang von Goethe. Ja, mein Name ist Johann Wolfgang von Goethe, Dichter. Es heißt, ich sei ein Lieblingskind der Götter und so weiter. Unfug. Wirklich glücklich war ich in meinem Leben keine 4 Wochen. Hatte immer hofft ich, dass noch ein paar dazukommen würden. Aber darf man mit 74 vom großen Glück träumen? Von der Liebe? Goethe hat übertrieben, als er sagte, er war nur 4 Wochen in seinem Leben glücklich. Aber er hatte es nicht so leicht. Er war einsam. Er musste einsam sein. Um es ganz simpel zu sagen, er bewegte sich auf solchen Höhen, wo es wenig Gesellschaft gibt, wo die Einsamkeit groß war. Goethe-Archiv Weimar. Im Stahlschrank lagert bis heute eine Akte, über die seinerzeit die DDR-Behörden strengstes Stillschweigen bewahrten. Die Geheimakte Goethe. Dokument einer Nacht- und Nebelaktion des Jahres 1970. Damals wurde unter größter Geheimhaltung der Leichnam Goethes aus der Gruft entfernt und in das Labor des Museums für Ur- und Frühgeschichte überführt. Die Geheimakte erzählt minutiös, was dann geschah. Die von Larven befallenen Weichteile des Leichnams wurden entfernt, die Knochen gereinigt und anschließend medizinisch untersucht. Wie gesund war Goethe? Litt er an unheilbaren Krankheiten und ließ irgendetwas auf sein besonderes Genie schließen? Die Messung des Gehirnvolumens ergibt einen Wert nur wenig oberhalb des Durchschnitts. Aber andere Auffälligkeiten verzeichnet das Untersuchungsprotokoll. Wir sehen am Schädel sehr massive Altersveränderungen. Das heißt Knochenabbau, vor allen Dingen im Bereich des Gesichts. Es ließ sich feststellen, dass Goethe nur noch Zahnstummel im Mund gehabt hat. Oben 5, unten 6 Zahnstummel. Es gab sehr massive pathologische Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule. Und zwar 8 Brustwirbel sind miteinander verwachsen. Hinzu kommt, dass auch noch so ein zuckergussartiger Überzug vorhanden ist. Die Mediziner bezeichnen das als Morbus Forestier. Das heißt, Goethe hatte nicht nur einen steifen Rücken, sondern auch Beschwerden in der Atmung. Er war ein gebrechlicher Mann. Goethes Körper ist das eine, sein Geist das andere. Bis zuletzt brennt in ihm eine Leidenschaft, die er seiner berühmtesten Bühnenfigur, dem Faust, in den Mund gelegt hat. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Spätsommer 1823. Der Mann, der blinde Kuh spielt, ist 73 Jahre alt, Geheimrat, Minister und weltberühmter Dichter. Von Alter und Tod will er nichts wissen. Die Augenbinde ist wie ein Symbol. Die Wirklichkeit will der Poet nicht sehen. Er sucht etwas Größeres. Die Liebe. Ich sehe jetzt das Glück. Bin ich wieder in Italien, sind das die Stimmen, die ich so lange vermisst habe. Wie jung ich mich jetzt fühle. Ich bin dem Mädchen so nah, ihr so nah, so ganz nah. Dem Leben. Ihr habt ihr euch was? Gerade einmal 19 Jahre alt ist das Mädchen Ulrike, in dessen Nähe er wieder jung wird. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich inner entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Ja, so ist das Leben, Ulrike. Picknick mit der ganzen Familie von Levezo. Unbeschwert und doch voller Gefahren. Die Mutter sieht Goethes Verjüngung voller Besorgnis. Ulrike mit mädchenhafter Koketterie. Für die beiden Kinder Bertha und Amelie ist alles lustiges Spiel. Für Goethe
wird es lebensgefährlicher Ernst. Siehst mein schmaler Steg über den Abgrund des Alterns und Vergehens. Mir ist tatsächlich schon zu Lebzeiten zum Denkmal erstarrt. Aber ich will Fleisch und Blut sein. Fleisch und Blut. Goethe ist ein Alter, der vor dem Alter flieht. Das ist das Thema übrigens des Faust. Nichts anderes hat er im Faust beschrieben. Ein pensionierter Professor sagt, wozu habe ich all das gemacht? Ich will noch einmal etwas erfahren. Und er will nichts anderes erfahren als die Liebe. Weimar, 30 Jahre zuvor. Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Weimar, aber eigentlich nur ein hübsches Provinznest mit kaum 3000 Einwohnern. Am Frauenplan 1 residiert der Minister und Dichterfürst Goethe. Schon seit seinem 27. Lebensjahr ist Weimar sein Zuhause, seit ihn der junge Herzog Karl August mit solchem Wohnluxus und einem Ministeramt aus Frankfurt in die Provinz lockte. In dieser musischen Welt voller Behaglichkeit ist Goethe der eigentliche Herrscher, ihr geistiger Mittelpunkt, Magnet für andere Dichter und Denker. Mit ihm wird das kleine Weimar zum kulturellen Nabel Deutschlands. Seine Wohnung ist ein Abbild seiner grenzenlosen Interessen. Altertumskunde, Kunstgeschichte, Archäologie, Naturwissenschaft, Physik, Ökonomie, Bergbau und allererst Poesie. Mit allem hat sich Goethe intensiv beschäftigt. Besonders aber mit einem. Mit der Liebe. Seine Beziehungen zu Frauen sind der Schlüssel zu seiner Dichtkunst und zu seinem Weltruhm. Mit diesem Taschenbuch beginnt der Aufstieg des 25-Jährigen zum Superstar, die Leiden des jungen Werther. Eine dramatische Liebesgeschichte, die mit dem Selbstmord des hoffnungslos verliebten Werther tragisch endet. Ein Kultbuch, in dem der junge Goethe seine eigene Liebespein erfolgsträchtig vermarktet. Er hat alle Farben, Facetten der Liebe gekannt und gezeigt. Die Liebe ist das eigentliche Thema in seiner Poesie, immer wieder. Die Liebe lässt Goethe die ganze Intensität des Lebens spüren, erfahren. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Es ist nicht eine Theorie, nicht eine These. Es ist nichts Abstraktes. Das ist ganz und gar konkret bei Goethe. Auch noch in hohem Alter, in böhmischen Kurorten, Karlsbad, Marienbad, dort, wo Körper und Seele gesunden, wo man musiziert und tanzt, wie in jedem Jahr. Aber mittendrin, wie ein funkelnder Edelstein, Ulrike, für Goethe die Verheißung einer Wiedergeburt. Denn eben noch ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, eine Herzbeutelentzündung hätte ihn beinahe umgebracht. Jetzt tanzt er dem Tod davon. Der 100. Der 200. Ach, mein Herz, das wird kaum reichen. Damals in Weimar, als der Herzog und ich noch jung waren, ja, da jagte ein Ball den anderen. Auf den Bühnen der Natur mitten im Wald spielten wir Theater nachts. Im Schein der Fackeln, wie in einem Zigarren. Oh, wie romantisch. Aber wann konntet ihr denn schreiben zwischen all dem Singen und Tanzen? Ach, mein Töchterchen, immer, wenn ich einsam war. Oh, einsam? Oh, das glaube ich nicht. Doch, doch, sehr oft, viel zu oft. Ja, lassen wir das, es ist vorbei, vorbei. Aber nein doch, lieber Geheimrat. Nichts ist vorbei. Oh, sehen Sie doch nur. Dort, wie der Großherzog tanzt. Als wäre hier alles Weimar. Als hätte sich ganz Marienbad in Weimar verwandelt. Ja. Alles kann sich verwandeln, sogar wir selbst, wenn wir uns nur rechte Mühe geben. So sagt es jedenfalls die Mutter. Die Mutter? Ja,
Ja, immer dann, wenn sie meint, wir Mädchen hätten uns ungebührlich benommen. Da ist noch nicht aller Hopfen und Malz verloren. Der Mensch kann sich immer ändern, wenn er nur recht will. Ja, die werte Frau Mutter hat sicher ganz recht. Aber eines kann wohl auch der beste Wille nicht. Aus Murmelkreisen junge Männer machen. Oh nein, das kann beim besten Willen der beste Wille nicht. Oh, aber nein doch, lieber Geheimrat. Das geht doch nicht für euch. Ihr seid doch Goethe, ihr könnt gar nicht alt werden. Oh. Ja, es ist doch euer Geist, der unsterblich ist. Oh. So sagt es jedenfalls die Mutter. Euer Geist, den wir alle so lieben. Darf ich euch ein Geheimnis anvertrauen? Ja. Hier. Als ich mich in euren Wärter verliebte, da hat es mich auf einmal ein wenig... Ja, geschaudert hat es mich, weil ich doch immer denken musste, alles, was der arme Wärter sagt, das muss ja schon vorher in eurem Kopf gewesen sein. Also gehört doch meine ganze Liebe eigentlich euch und nicht dem Wärter. Und auf einmal habe ich euch so lieb gehabt. Marike... Was sind das nur für Worte, geradezu Verheißungen? Was du dir sagst, mein Töchterchen, das ist... Ja, euer Töchterchen, das möchte ich sein. Von ganzem Herzen, ich fühle mich verwandt mit euch. Und wenn ich darf, dann möchte ich immer und überall euer Töchterchen sein. Immer und überall, ich meine auch in Weimar. Ich komme gern. Auch wenn ich gewiss nicht so klug und geistreich wie gewisse andere Frauen eures Kreises bin. Oh! Sehen Sie doch nur, wie meine Schwester tanzt. Wie ein Engel. Oh, Werther. Sie habe ich am allerliebsten. Nie, nein, niemals werde ich mich von ihr trennen. Werther! Er hat sich so gefühlt, wie man sich als entspannter Opa unter Enkeln zuerst findet. Und hat dann eben auf einmal gedacht, mein Gott, die würde ich gerne lieben dürfen oder die sollte mich lieben dürfen. Das ist ja noch die unverschämtere Forderung, wobei er Pech und Glück zugleich hatte. Sie wusste nicht, wer er ist. Sie hat gesagt, das ist ein Geheimrat. Sie war wirklich in dieser Hinsicht unschuldig. Gern. Gern will ich euer Töchterchen sein in Weimar. Was für Worte, was meint sie damit? Wie verblassen gegen sie alle anderen Geschöpfe. Mit ihr könnte ich wirklich noch einmal alles wiederfinden, die Liebe. Neu entdecken. So wie damals in Italien. In den glücklichsten Wochen meines Lebens. War im Jahre 1786. Ich wollte fort. Ich musste. Ich lief einfach davon wie ein Dieb in der Nacht. Niemand hat es gewusst. Nicht der Herzog und auch nicht Frau von Stein. Meine Freundin. Ich musste atmen. Warme italienische Luft atmen. Meine Sehnsüchte stillen. In das Land, in dem die Zitronen blühen. Und dann Rom. Städte. Im Grunde wollte Goethe der Welt entfliehen, in der er bisher war. Und diese Welt kann man mit einem Wort bezeichnen. Goethe war sich dessen bewusst. Provinz. Er wollte raus aus der Provinz. Wir wissen ja, dass die italienische Reise seine Literatur weitgehend geändert, gewandelt hat. Er hat die Sinnlichkeit erlebt, wie er sie noch nie gesehen hat. Man kann auch anders sagen, er hat sich selber gesucht. Und in Italien hat er sich selber gefunden. Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt. Wäre denn Rom auch nicht Rom? Ich schaute und dichtete in dieser reinen, unschuldigen Welt der Antike. Und ich zeichnete. Ja,
Es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern, Rom. Alles beseelt. Ich zeichnete und ich wurde gemalt. Mein Freund Tischbein schuf die Bilder des Glücks in unserer römischen Mansarde. Auch jene alberne Kritzelei, die mich dabei zeigt, wie ich ein verräterisches zweites Kissen unter dem Bett verschwinden lasse. Das verfluchte zweite Kissen. 37 war ich damals und wie ich schrieb, halb nur gelehrt, aber doppelt beglückt. Ich blickte auf die Straße und da sah ich, wie die alten Marmorstatuen Fleisch und Blut wurden. Italien und Faustina. Wie lange ist das her? Fast 40 Jahre. Ein ganzes Menschenleben. Aus rotem Wein ein Herz. Rot wie Blut. Und alles Sonnenschein und Lachen. Die Tage, in denen ich glücklich war. Faustina, Faustina. Ich sah sie mit fühlendem Auge und fühlte mit sehender Hand. Eigentlich gilt Goethe als der Dichter der Erotik und der Liebe in Deutschland, der Leidenschaft. Und die meisten sind sich darüber einig, dass er seine erotische Erweckung erst in Italien erlebt hat. Mit einer Frau, auf deren Rücken er den Hexameterrhythmus trommelte, da hat er zum ersten Mal also mit seinen Fingern Daktyl in die Nacktheit hineingedichtet, kann man sagen. Aber der ist der größte Dichter seiner Zeit geworden. Kurze Locken ringelten sich ums zierliche Hälschen. Ungeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf. Ich verkannte sie nicht, ergriff die Eilende. Lieblich gab sie Umarmung und Kuss bald mir. Gelehrig zurück. Flucht vor dem Tod. Er hat es ein andermal in einem Epigramm so formuliert: Alles schenken die Götter ihren Lieblingen ganz. All die Freuden, die unendlichen, all die Leiden, die unendlichen ganz. Das heißt, du kriegst immer nur zwei Seiten von der Geschichte. Es gibt keine Leidenschaft ohne Leid. Wilde Leidenschaft und beschauliche Harmonie. Goethe sucht lebenslang beides. Und Marienbad wird jetzt wie ein neues Versprechen dafür, wie eine Neuauflage der reinen Welt der Antike. Wo könnte man das vollkommene Leben besser studieren als an den Dingen der Natur? In der gemeinsamen Betrachtung der unzähligen Lebenswunder. In all dem lässt sich die Erhabenheit der Schöpfung entdecken und die Liebe entfachen.